Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge zum Thema Conan Battle Pass bzw. den Herausforderungen. Heute haben wir wieder eine legendäre Herausforderung und zwar einen Boss in der namenlosen Stadt besiegen. Gibt uns 150 Erfahrungspunkte und ich nehme schon mal eins vorweg. Ich bin jetzt hier in Ende von C10 bei den Ruinen von Schottel oder so. Und da gibt es genau zwei Weltbosse. Zum einen ist das Skelett, was gerade um mich rumgelaufen ist und jetzt weg zu sein scheint. Genau. Das ist dieses Kerlchen hier. Der triggert allerdings momentan nicht. Zum anderen finden wir den zweiten Boss, wenn wir jetzt ein Stückchen weiter nach rechts und hier hochlaufen. Dann einmal rechts ums Eck und dann nochmal hier hochlaufen. Und dann hier rechts reinschauen. Das wäre dann genau hier oben, wo wir jetzt stehen. Und das ist der zweite Boss in der Stadt. So, wie ihr sehen könnt, triggert das Ganze jetzt auch nicht. Aber wenn ihr euch den jetzt mal genau anguckt, ist das ja so ein bisschen ein Skelettkönig à la Herr der Ringe. Und ich kann euch jetzt eins genau zeigen, dass das eigentlich der richtige Boss ist. Und zwar, wenn ihr im Admin-Modus seid und den spawnen könnt, geht ihr hier auf NPC Spawn, beziehungsweise klickt halt vorher Shift einfügen. Dann seht ihr hier oben schon Abaddon City. Da müsst ihr den Boss The Watcher raussuchen. Wenn ihr den jetzt spawnt und ihr seht, das ist der gleiche optisch und hat ebenfalls drei Schädel, also drei Bossköpfe drin. Wenn ihr diesen erledigt, dann ist die Aufgabe abgeschlossen. Ja, ich hoffe, dass dieser Bug schnell behoben wird und dass euch das Video weitergeholfen hat. Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und ihr könnt natürlich auch gerne alle anderen Videos zum Thema Battle Pass bei Conan ansehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.